Verhandlungsführer hier heute ganz, ganz herzlich begrüßen in den Räumen des Landkreistages. Wir möchten Sie über den Abschluss unserer Koalitionsvereinbarung und Koalitionsgespräche informieren. Wir haben heute in wirklich sehr kurzer Zeit einen sehr fair geführten und zielgerichtet geführten, mit hohem Arbeitseinsatz vieler zusätzlicher jenseits derer, die hier sitzen, geführten Arbeitsprozess zum Abschluss gebracht. Ich glaube, so schnelle Koalitionsverhandlungen hat es zumindest in Nordrhein-Westfalen noch nicht gegeben. Und da können wir auch ein bisschen stolz drauf sein. Und das kann ich zumindest für die grüne Seite der Truppe, die hier gearbeitet hat, die letzten zwei Wochen sagen. Wir haben es geschafft, nicht etwa gegenseitig uns Dinge abzuringen, sondern gegenseitig und miteinander um den besten Weg für Nordrhein-Westfalen zu ringen. Deswegen hat es auch keine Kröten gegeben, die wir ja sowieso schützen wollen und nicht schlucken wollen, sondern wir haben wirklich ausgelotet und zusammengefunden und gemeinsam formuliert in den Arbeitsgruppen, was die wichtigen Ziele für die nächsten fünf Jahre von Nordrhein-Westfalen sind. Als Grüne kann ich sagen, finden wir uns in diesem Koalitionsvertrag wieder, in diesem gemeinsam erarbeiteten Papier, so wie das in den vergangenen Koalitionsverträgen in dieser Form nicht gewesen ist. Das ist eine neue Qualität des Miteinanders, die wir hier entwickelt und erarbeitet haben. Und das wollen wir natürlich zum Nutzen Nordrhein-Westfalens dann auch umsetzen in dieser Minderheitsregierung, wissend, dass das schwierig ist. Wir haben es aber, glaube ich, geschafft, diese neue Form der Herangehensweise auch in dem Koalitionspapier und auch in der Presseinformation, die wir Ihnen heute auslegen, auch zum Ausdruck zu bringen, dass wir neue Wege gehen wollen, gemeinsam für Nordrhein-Westfalen. Die Themenschwerpunkte, die wir gesetzt haben, haben wir auch im Wahlkampf vertreten, aber auch da gab es ja schon große Übereinstimmungen. Wir haben ganz klar gesagt, wir brauchen einen neuen Schub, wir brauchen neue Wege in der Bildungspolitik. Und wenn wir Bildungspolitik sagen, dann meinen wir die frühkindliche Bildung, die wir stärken wollen. Dann meinen wir, dass wir endlich in Nordrhein-Westfalen einen Weg hinbekommen wollen zu einem sozial gerechteren und leistungsfähigeren Schulsystem. Und wir wollen eben die Gebührenfreiheit an den Universitäten wiederherstellen. Das heißt, der Bereich Bildung spielt eine ganz zentrale Rolle. Daneben haben wir als Grüne gesagt, die Situation der Kommunen ist hochdramatisch. Das ist ein Thema, was die Regierung Rüttgers unterschätzt hat und massiv geleugnet hat über lange Zeit. Und hier hat uns auch hier der Hausherr heute bestätigt und bescheinigt, dass das, was er darüber gehört hat bisher, was in den Koalitionsvereinbarungen seinen Niederschlag findet, dass das gut ist und dass die kommunale Familie sich sehr freut, dass wir dieses Thema Kommunalfinanzen, mehr Gestaltungsfreiheit für die Kommunen ausdrücklich positiv gewürdigt hat. Und das hat er nicht nur als Person gesagt, sondern das hat er für den Landkreistag insgesamt gesagt. Das freut uns natürlich sehr, dass das schon gewürdigt wird. Ein Themenfeld, was heute dann auch in der weiteren Diskussion, in unserer weiteren Pressekonferenz eine große Rolle spielen wird, ist das Thema der Energiepolitik. Wir haben zwar von unterschiedlichen Richtungen herkommend, es aber doch geschafft, in dem Koalitionsvertrag deutlich zu machen, dass wir die Energiewende anpacken wollen, dass wir eine ökologische Modernisierung Nordrhein-Westfalens voranbringen wollen, weil Nordrhein-Westfalen das Land ist, in dem letztlich auch für Deutschland insgesamt die Weichen in der Energiepolitik gestellt werden. Die SPD hat das Stärkungsplan Klimaschutz genannt, wir haben es ökologische industrielle Revolution genannt und auch hier sind wir gut zusammengekommen und das werden die Kollegen gleich noch weiter ausführen. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir so intensiv gearbeitet haben. Das war ein intensiver, harter Arbeitsprozess, aber er hat auch viel Freude gemacht, weil wir, so wie wir glauben, eine gute Grundlage geschaffen haben für erfolgreiches Regierungshandeln. Und wir wollen es gemeinsam gestalten, wir wollen es gemeinsam anpacken und wir hoffen, dass es gelingt, im Parlament auch für die gesetzgeberischen Vorhaben dann Mehrheiten für unsere gemeinsamen Ziele für Nordrhein-Westfalen zu finden. Ja, von meiner Seite kann ich festhalten, wir haben am 22. Juni begonnen, das heißt 15 Tage. Ich glaube, das ist nicht nur Rekord für Nordrhein-Westfalen, sondern wahrscheinlich auch für ganz Deutschland. Das heißt harte Arbeit,
bis in die Nächte hinein in den Arbeitsgruppen, auch bei denen, die die Texte bearbeitet haben. Es hat sich gelohnt, es ist ein guter Koalitionsvertrag geworden, den wir, da bitte ich um Verständnis, Ihnen heute noch nicht vorlegen können. Denn morgen tagen unsere Gremien. Deshalb gibt es vorab eine kurze Presseinformation, damit Sie eine Vorstellung davon haben, was da an wesentlichen Punkten im Koalitionsvertrag geregelt ist. Und der Teil, der ja bisher in der öffentlichen Wahrnehmung neben dem, was wir Ihnen schon vorgestellt haben, am bedeutsamsten ist, ist der Energieteil, den wir gleich hier noch etwas näher ausgeführt bekommen. Wichtig ist, dass wir in einer Atmosphäre getagt haben, die ich auch ausdrücklich nochmal hervorheben möchte. Das war ja eine neue Erfahrung für mich zumindest in solchen Koalitionsverhandlungen. Man hat viel gehört aus der Historie und wir haben uns einfach auf uns selbst verlassen, unseren eigenen Weg gesucht und gefunden in einer wirklich sehr guten Atmosphäre, wo es nicht darum ging, dem einen oder anderen was abzuringen, sondern wo es darum ging, gemeinsam für eine gute Zukunft dieses Landes zu ringen. Und das ist uns wirklich geglückt. Das haben wir heute auch nochmal in der abschließenden Sitzung miteinander festhalten können, dass das wirklich aus unserer Sicht auch einmalig war, in dieser Art und Weise, wie das atmosphärisch gestaltet werden konnte. Im Koalitionsvertrag finden wir von SPD-Seite uns an vielen, vielen Punkten wieder, an fast allen. Das war, wenn Sie sich nochmal vergegenwärtigen, was waren unsere Wahlplakate, was waren die Ziele, die wir plakatiert haben, für die wir auf die Straße gegangen sind. Dann war das der Bereich Bildung. Wir haben immer deutlich gesagt, wir müssen in diesem Feld vorankommen, in der frühkindlichen Bildung, genauso wie in der schulischen Bildung. Und wir wollen die Hürden im Bildungssystem wegnehmen. Das ist uns geglückt mit diesem Koalitionsvertrag. Das zweite war das Themenfeld Kommunen. Wir wollten dafür sorgen, dass die Kommunen nicht länger im Stich gelassen werden. Wir haben dafür den Stärkungspakt Stadtfinanzen vorgeschlagen. Auch das ist ein Instrument, was sich hier im Koalitionsvertrag wiederfindet. Der dritte Bereich, nicht minder wichtig, ist das Feld Arbeit. Wir leiden in Deutschland darunter, aber nicht nur in Deutschland, dass es immer mehr prekäre Beschäftigungen gibt, immer schlechter bezahlte Jobs gibt. Und insofern hat man als Landesregierung auch hier die Verantwortung, klare Signale zu setzen und deutlich zu machen, dass dieser Weg der falsche Weg ist für Deutschland und dass wir diesen Weg nicht weiter gehen wollen. Und ein für uns ebenso wichtiges Feld war der Fortschrittsmotor Klimaschutz, wie wir das genannt haben. Inzwischen können wir das alle fehlerfrei sprechen. Das ist für Nordrhein-Westfalen ein wichtiges Kapitel, was wir hier miteinander aufschlagen werden. Wir wollen den Wirtschafts- und Industriestandort zukunftsfähig gestalten. Wir wollen dafür sorgen, dass er für die Zukunft gewappnet wird. Ich glaube, vieles, was hier gleich präsentiert werden wird, zeigt, dass wir hier die richtigen Wege eingeschlagen haben. Wie gesagt, der Vertragstext, den kann ich Ihnen heute nicht vorlegen, aber da ich ja immer weiß, dass Sie daran interessiert sind, wie denn die Ressortverteilung aussieht, kann ich Ihnen die zumindest heute schon nennen. Es gibt, und das wird Sie nicht überraschen, eine Staatskanzlei. In dieser Staatskanzlei wird neben den normalen Aufgaben sich das Feld Raumordnung und Landesplanung wiederfinden. Es wird einen größeren Bereich Europa, Internationales und eine Welt geben. Und auch der Medienbereich bleibt in der Staatskanzlei. Weiterhin gibt es das Finanzministerium. Im Wesentlichen unverändert. Genauso wie das Ministerium für Inneres und Kommunales. Auch das Justizministerium wird in Zukunft gebraucht. Wir werden auch keinen Versuch unternehmen, hier nochmal Zusammenführungen zu erzielen. Insofern ist das klar. Es wird dann ein großes Haus geben, ein Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr. Und es wird weiterhin geben ein Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung. Der Bereich Arbeit findet sich wieder im Bereich Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales. Und wir haben ein Ministerium gebildet für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport. Das sind die Ministerien, die mit SPD besetzt werden, von der roten Seite besetzt werden. Wobei anzumerken bleibt, dass wir uns darauf geeinigt haben, Sie wissen, dass nach nordrhein-westfälischem Recht es einen parlamentarischen Staatssekretär gibt, dass dieser parlamentarische Staatssekretär in diesem großen Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr eingesetzt wird, und zwar für den Bereich Verkehr, und dass dieser parlamentarische Staatssekretär von den Grünen gestellt wird.
Die grünen Ressorts, das ist klar, stellvertretende Ministerpräsidentin wird Silvia Lörmann mit dem Ministerium für Schule und Weiterbildung, eines der wichtigsten Zukunftsthemen für unser Land. Daneben das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz. Und abschließend gibt es dann noch ein Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter. Sie können dem entnehmen, dass die Zahl der Ministerien konstant geblieben ist und dass wir neue Ressortzuschnitte gewählt haben. Das ist nicht immer einfach, aber das ist auch kein ungewöhnlicher Vorgang, wenn eine neue Regierung beginnt. Wir glauben, dass wir hier eine gute Zusammensetzung der Ressorts aufgebaut haben und wir hoffen, dass das auch in der Arbeit erfolgreich sich dann widerspiegelt. Soweit von meiner Seite und ich würde dann bitten, den Bereich Energie vorzustellen. Ja, herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich kann das, was Frau Lörmann und Frau Kraft gesagt haben, für die Art, für den Stil der Verhandlungen und Gespräche nur bestätigen. Das sind ja für mich die dritten Koalitionsverhandlungen, die wir miteinander führen über die Jahre. Und ich muss sagen, der Energiebereich ist ja immer einer, der sehr umkämpft ist, sehr umstritten ist, wo wir engagiert miteinander ringen. Aber die Gespräche, die wir miteinander geführt haben, und die waren sehr, sehr intensiv, sind im Ergebnis so, dass sie sich an den ganz, ganz großen Problemstellungen, die sich ja insgesamt stellen, für die Bundesrepublik international, aber auch gerade für das alte, traditionsreiche Industrieland Nordrhein-Westfalen, genau daran orientieren. Ich würde genau das gleiche Fazit ziehen. Es ist niemand gezwungen worden, Kröten zu schlucken, niemand in die Knie gezwungen worden. Wir haben uns an den Problemen orientiert, um Lösungen bemüht. Wir wissen, dass wir manchmal von etwas unterschiedlichen Facetten kommen, aber es gibt einfach eine ganz große Aufgabenstellung für uns und der haben wir uns, meine ich, sehr, sehr verantwortlich genähert. Der Ausgangspunkt ist einfach der, dass der Klimaschutz eine zentrale Rolle spielt in allen politischen längerfristigen Strategien. Die Bundesregierung sagt ja -40% CO2 in 10 Jahren und -80 bis 95% in 2050. Das ist eine unglaubliche Herausforderung für eine moderne Industriegesellschaft. Und es ist klar, da in Nordrhein-Westfalen ein Drittel der Emissionen der Bundesrepublik entstehen, kann das nicht gelingen, wenn Nordrhein-Westfalen nicht seinen Beitrag leistet. Und der Unterschied dessen, was wir uns jetzt vereinbart haben, zu dem, was vorher gemacht worden ist, ist einfach, dass die alte Landesregierung ein sehr, sehr ehrgeiziges Ziel mit 33% CO2-Reduktion hatte, aber ohne irgendeine konkrete Maßnahme hinterlegt und im Gegenteil die Emissionen eher angestiegen sind. Wir sind an der Stelle, das wird Sie möglicherweise verwundern, etwas bescheidener. Unser Ziel ist eine Reduktion von 25% bis 2020. Das wird aber in den nächsten Dekaden immer weiter fortgesetzt werden müssen, weil das Ziel für die Bundesrepublik 80 bis 95% Reduktion muss auch Ziel unserer Politik sein. Und Hilfsmittel an der Stelle wird entscheidender Punkt auch ein Klimaschutzgesetz sein, was wir auf den Weg bringen wollen, indem wir ganz konkret die Ziele über die Zeitachsen, aber auch dann Maßnahmenpläne beschreiben wollen, mit denen wir da dran gehen. Weil das umfasst ja viele Bereiche, das umfasst den Bereich der Energieerzeugung, aber auch den Bereich der Gebäude, den Bereich des Verkehrs in der längeren Perspektive, Stadtentwicklung, Forschung, Entwicklung. Das heißt, es werden viele Ministerien des Landes daran beteiligt sein. Dieses Klimaschutzgesetz wird erstellt und soll in seinen Auswirkungen verbindlich sein, auch für die Raumordnung. Das heißt, es gibt dann untergeordnete Ziele der Raumplanung, Raumordnung, die sich entsprechend der da vereinbarten Eckwerte dann daran orientieren müssen. Das Klimaschutzgesetz wird beschlossen und auf der Basis legt die Landesregierung spätestens bis Mitte 2011 einen Klimaschutzplan vor, der dann die notwendigen Maßnahmen zur Erreichung der Ziele ganz konkret benennt. Wir sind aber nicht untätig vor, weil wir wissen ja, in welche Richtung wir müssen. Das heißt, wir werden Maßnahmen in bestimmten Bereichen eindeutig auch vorher schon verstärken. Ich will drei nur anführen. Wir werden sehr viel stärker als einen unserer Schwerpunkte die Kraft-Wärme-Kopplung nutzen. Sie wissen, dass Nordrhein-Westfalen etwa 10% Anteil der Stromerzeugung im Bereich Kraft-Wärme-Kopplung hat. Die Bundesregierung hat als Ziel 25% und gerade NRW ist prädestiniert für die Kraft-Wärme-Kopplung. Wir streben an, dass wir mindestens den Bundesanteil in den nächsten 10 Jahren erreichen. Das ist eine ganz große Herausforderung. Aber wir sehen das verknüpft auch mit dem, was wir als erstes Gesetz ja schon in der nächsten Woche auf den Weg bringen wollen. Das Stadtwerke-Rettungsgesetz, die Änderung des § 107,
wo wir dann tatsächlich mit den Stadtwerken, aber auch mit vielen kommunalen anderen Unternehmen, mit Mittelständlern Verbündete haben wollen für den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung. Wir werden dazu einen stärkeren Anteil der Ziel-2-Mittel einsetzen. Wir werden da die Programme neu gewichten und wir werden ähnlich im Bereich Gebäudesanierung, also Sanierung bestehender Gebäude, deutlich mehr tun als die bisherige Landesregierung und wollen dabei auch ausnutzen, dass Mittel, die im Bund nicht abgeflossen sind, wie bei der KWK, dann verstärkt nach Nordrhein-Westfalen fließen. In dem Klimaschutzgesetz und in den nachfolgenden Planungsbestimmungen wird eine Reihe von Einzelpunkten, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen will, Sie haben sie in dem Text drin, aber es ist völlig klar, dass die erneuerbaren Energien den Vorrang vor allen anderen Energieträgern haben und dass der Anteil stetig aufwachsen muss und dass dementsprechend sich auch Planungsziele orientieren müssen. Den Paragraphen 26 des Landesentwicklungsprogramms, der ja von der alten Regierung gestrichen worden ist, womit der Klimaschutz und die Kraft-Wärme-Kopplung als Ziele der Landesplanung verschwanden, werden wir wieder einführen. Und wir werden diesen Landesentwicklungsplan, der ja noch kurz vor Ende der Legislatur auf den Weg gebracht worden ist, wieder zurücknehmen, und zwar relativ kurzfristig nach Kabinettsbildung zurücknehmen und werden diese Pläne neu erstellen, werden sie zusammenführen und dann auch orientiert an den Zielen des Klimaschutzgesetzes. Bei den Erneuerbaren will ich nur einen Punkt herausheben. Das, was Herr Minister Wittke damals als erstes gesagt hat, Windenergie ist das Erste, was wir kaputt machen, wird mit Sicherheit nicht unser Ziel sein. Wir wissen, dass wir die Erneuerbaren ausbauen müssen und es ist nicht unser Ziel, das nur an der Küste zu machen und in der Sahara, sondern wir wollen, dass auch Nordrhein-Westfalen seine Potenziale nutzt. Wir wollen Konflikte, die es gibt mit Bevölkerung, mit dem Naturschutz lösen, aber wir glauben, dass wir entlang der Eisenbahn, der Autobahn und an anderen Standorten ausreichende Standorte haben und wollen da doch die Potenziale verfünffachen in den nächsten 10 Jahren, was Nordrhein-Westfalen leisten kann. Kraft-Wärme-Kopplung habe ich angesprochen. Wir wollen ein erneuerbares Wärmegesetz nach baden-württembergischem Vorbild prüfen, wie die Erfahrungen da sind, und werden dann prüfen, ob wir das in Nordrhein-Westfalen einsetzen können. Und wir wollen bei der Energieeinsparung natürlich deutlich bessere Werte erreichen, als sie bisher waren. Wir wollen 11% Strom einsparen bis 2020. Dazu gehört auch, dass wir Umrüstprogramme machen, um Elektronachtspeicherheizung, von denen wir noch rund 500.000 in NRW haben, umzurüsten, nicht mit Ordnungsrecht, sondern wollen das im Verbund mit Gebäudesanierung sehen und wollen das dann auch umsetzen. Das heißt, zusammengefasst für den ersten Teil, Kollege Römer macht gleich weiter, ich glaube, dass wir die Herausforderung, die der Klimaschutz mit sich bringt, und wir wissen, dass wir da nicht mehr drum herum kommen und dass gerade in der Energiepolitik Strukturen ganz langfristig angelegt werden, dass es ein fataler Fehler wäre, wenn Nordrhein-Westfalen als alter Energiestandort sich genau diese Herausforderung nicht nimmt, sondern wenn das, was an neuen, dezentralen, effizienteren Energietechniken entsteht, nur in anderen Bundesländern entsteht und nicht bei uns. Das sind einfach die Zukunftsmärkte. Wir müssen unseren Anteil da erhöhen. Da ist in den letzten 5 Jahren sehr viel verschlafen worden. Und wir wollen das an der Stelle hier doch deutlicher als Aufgabenstellung für uns nehmen. Wir wissen, dass wir den Bund als Unterstützung dabei brauchen. Da passieren leider im Moment sehr, sehr negative Entwicklungen, dass der Bund seine Mittel immer weiter zurückfährt. Aber ich will das ganz persönlich sagen, das ist dann auch eine Vorlage für das, was 2013 im Bund ansteht. Wir brauchen einen Wechsel im konkreten Handeln. Wir werden unseren Beitrag in Nordrhein-Westfalen liefern, aber wir müssen einfach auch dafür sorgen, dass die Bundesregierung das nicht immer weiter zurückfährt, sonst sind die Ziele nicht zu erreichen. Herzlichen Dank. Dann mache ich gleich weiter. Meine Damen und Herren, ich will nochmal bei der Grundmelodie, mit der dieser Teil unserer Vereinbarung unterlegt ist, bleiben. Wir sind davon überzeugt, dass wir unsere Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen CO2-basiert dann zukunftsfest machen können und werden, wenn wir sie ökologisch erneuern, wenn wir den Klimaschutz als Fortschrittsmotor begreifen und wenn wir dafür sorgen, dass im Gegensatz zur bisherigen Regierungspolitik Klimaschutz und Energiepolitik kein Gegensatz sind, dass Arbeit und Umwelt zusammen gedacht werden. Vor dem Hintergrund sagen wir den Menschen, ja, wir haben in Nordrhein-Westfalen viel Erfahrung mit einem rasanten Strukturwandel, mit dem wir uns gebracht haben. Und wir stehen vor einem rasanten Strukturwandel. Deshalb ist es wichtig, dass Politik vor allen Dingen darauf zielt, dass die Chancen, die damit verbunden sind, auch in Nordrhein-Westfalen ergriffen werden. Wir sind ein Industrieland, wir sind ein Energieland und wir wollen und wir werden das bleiben. Darauf fußt unsere Politik. Rainer Brengen hat darauf hingewiesen, welche Chancen wir haben. Ich will dazu sagen, auf dem Weg in die Zukunft gibt es auch Hemmnisse. Ein großes Investitions- und Innovationshemmnis wäre,
wenn der Bundesregierung es gelingen würde, die Laufzeit für Atomkraftwerke zu verlängern. Damit würden in Nordrhein-Westfalen nicht nur Marktmacht der großen Energiekonzerne zementiert werden, sondern es würden auch Innovationen verhindert werden, es würde der Ausbau der Erneuerbaren behindert werden, es würde die Kraft-Wärme-Kopplung behindert werden und vor allem würden Investitionen von Stadtwerken und neuen Energieunternehmen stark behindert werden. Deshalb wird diese Landesregierung alles tun, um zu verhindern, dass es zu solchen Laufzeitverlängerungen kommt. Wir haben als weiteren Punkt, ich nenne die Stichworte, den Landtext haben Sie, uns selbstverständlich mit dem befasst, was in Nordrhein-Westfalen eine richtige Grundlage bisher war. Wie geht es mit der Kohle weiter? Klare Botschaft an die Bergleute und ihre Familien, an die Bergbauregionen, das Steinkohlefinanzierungsgesetz in all seinen Facetten steht, wird von uns auch in all seinen Facetten auf dem Weg, der jetzt vor uns liegt, begriffen. Das heißt also klipp und klar, wir wollen beide Pfade mit im Blick behalten, die 2012, wenn im Deutschen Bundestag das Steinkohlefinanzierungsgesetz überprüft wird, vor allen Dingen, wenn dann auch überprüft wird, wie sind die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen aus Nordrhein-Westfalen einen Beitrag dahingehend leisten, dass wir darauf drängen werden, dass die volkswirtschaftlichen und die regionalwirtschaftlichen Auswirkungen mit in den Blick genommen werden. Und wir wollen vor allen Dingen dann, wenn es gelingt, auch den Bergbau in der Zukunft zu sichern, ohne dass wir aus Nordrhein-Westfalen weitere Haushaltsmittel dafür aufbringen wollen. Die Optionen, die damit verbunden sind, gesichert wissen, Rohstoffsicherung für die Stahlindustrie, für die chemische Industrie, ist ein ganz wichtiger Zusammenhang. Wird in Nordrhein-Westfalen auch zukünftig neue Kraftwerke geben, auch neue fossile Kraftwerke? Wir können und wir werden das überhaupt nicht ausschließen, aber sie sind geknüpft an Bedingungen. Sie müssen vor allen Dingen dazu dienen, dass wir den Ausbau der erneuerbaren Energien mit solchen neuen fossilen Kraftwerken nicht behindern. Sie müssen den Klimaschutzzielen dienen. Das haben wir auch klipp und klar in diesem Zusammenhang gesagt. Rainer Brink hat auf die Landesentwicklungsplanung verwiesen. Ich will in diesem Zusammenhang einen Punkt nennen, der Sie, der die Öffentlichkeit ja immer wieder auch beschäftigt hat, der ja auch mit Fragen an uns verbunden. Oberverwaltungsgericht hat, das wissen Sie alles, das Bebauungsplanverfahren in Datteln für das E.ON-Kraftwerk für nichtig erklärt. Eine Revision gegen diese Entscheidung ist vom Bundesverwaltungsgericht nicht zugelassen worden. Diese Landesregierung selbst baut keine neuen Kraftwerke, aber sie reißt auch keine begonnenen Projekte ab. Das ist eine wichtige Botschaft. Wir werden deshalb den Verschwörungsschutz dahingehend gewährleisten, dass Projekte nicht in laufenden Verfahren durch Landesrecht schlechter gestellt werden als zum Zeitpunkt ihrer Antragstellung. Und wir werden auch den Vertrauensschutz für Anliegerinnen und Anlieger nicht verschlechtern und schon deshalb Landesrecht zugunsten begonnener Projekte nicht verbiegen. Klare Botschaft, auch in diesem Zusammenhang. Im Rheinischen Revier, wir wissen das, ist die Braunkohle ein ganz wichtiger Energieträger, ist die Braunkohle vor allen Dingen auch wichtiger Arbeitsplatzgeber. Deshalb kommt es darauf an, dass wir auch die Braunkohleverstromung zukunftsfest machen. Wir haben uns gemeinsam vorgenommen, als Beitrag zum Klimaschutz dafür zu sorgen, dass kontinuierlich die CO2-Emissionen im Rheinischen Revier durch die Braunkohleverstromung zurückgehen. Alle Anlagen müssen endlich vom Netz genommen werden. Wir wollen darüber auch in Verhandlungen mit RWE Power gehen, um als ein gemeinsames Projekt dieses nach vorne zu bringen. Von daher glaube ich, werden wir auch dafür sorgen können, dass das Rheinische Revier auch dadurch zukunftsfest gemacht wird, dass es zu einer Innovationsregion umgewandelt wird, dass dort Investitionen vor allen Dingen in erneuerbare Energien und in hocheffiziente Kraftwerke passieren. Vielen Dank. Ja, das war ein kleiner Ausschnitt von 88 Seiten, das wollte ich Ihnen noch schon mal vorab sagen, beziehungsweise auf die Zukunft von 88 Seiten Koalitionsvertrag, so der denn bei uns morgen durch die Gremien geht, der wird Ihnen dann morgen Abend zugehen in seiner kompletten Breite und Tiefe. Dann können Sie während des Fußballspiels schon mal das Studium beginnen. Bei den Grünen, für die Grünen kann ich sagen, wir haben ja eine 14-köpfige Verhandlungskommission gebildet und diese Verhandlungskommission empfiehlt unserer Partei am Samstag einstimmig die Annahme dieses Koalitionsvertrages. Frau Grüne, weil ich ja erst